Boah, diese Preisentwicklung, heftig. Moin, moin, hier ist Christian von The Malltät, ich grüße euch. Ja, ich habe gerade den neuen Katalog der Familie Lüning hier auf dem Tisch liegen und schaue mir gerade so die neuen Whiskys oder die alten Whiskys und die neue Preisentwicklung an. Und bin jetzt gerade auf der Seite von Laphroaig angelangt. Und ja, hui, das ist schon ganz schön heftig. Den 18-Jährigen haben sie hier gar nicht mehr. Den hatten sie mal, glaube ich, das letzte Mal, wo ich den irgendwo bei denen gesehen habe, für über 200 Euro. Dann haben sie hier diese beiden Abfüllungen, die ich gerade nicht so schätze, den 10-Jährigen und den Laphroaig Select als Dauertiefpreis hier mit drin. Dann wird auch der neue 10-Jährige in Fassstärke, Batch 15, angekündigt für 75 Euro. Und ich dachte erst, ui, das ist aber okay. Und der hat allerdings jetzt nur noch 51,9% Volumen. Und das soll eine Fassstärke sein nach 10 Jahren. Okay. Dann gibt es den Laphroaig 16 Jahre. Den ist ja eigentlich original exklusiv für ein großes Online-Kaufhaus gab, und der wird hier angeblich eingestellt, sagt der Lüning. Und da kostet er auch schon gleich knapp an die 100 Euro. Und vom 25-Jährigen und vom 33-Jährigen müsste ich hier gar nicht mehr sprechen. Das ist völlig out of reach. Ja, weiß ich nicht. Ja, brauchen ist nicht gut. Haben ist besser. Und ja, ich möchte euch heute in diesem Zuge meine aktuelle Laphroaig-Sammlung mal kurz vorstellen. Was habe ich so gebunkert? Was habe ich so im Regal stehen? Und das möchte ich euch einfach mal kurz vorstellen. Im Glas habe ich den Laphroaig 10 Jahre in Fassstärke Batch 13 mit 57,9% abgefüllt anstatt 51,9%. Und das ist für mich auch eine respektable Fassstärke nach 10 Jahren. Und diese Batches sind ja mal sehr unterschiedlich. Das 14er Batch war auch sehr toll. Hatte mal, glaube ich, die Michelle van Meem vorgestellt. Und auch der Tomek von Whisky Golden, die waren sehr begeistert, kann mich noch dran entsinnen. Und von dem hier bin ich eigentlich auch sehr begeistert. Hat richtig schöne Vanilletöne, Frucht. Und natürlich diesen richtig schönen Laphroaig-Rauch. Slange war auf euch. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Und gefällt mir auch wesentlich besser als der normale 10-Jährige. Dann gibt es jedes Jahr auch diese Karches-Abfüllung. Karches ist das gälische Wort für Freundschaft. Hier habe ich den Karches Triple Wood von 19, Quatsch, von 2019 mit 59,5% Volumen abgefüllt. Und der wurde in drei Fässern gereift. Ex-Bourbon, Quarter Casks und Oloroso Sherry Casks. Ja, leider wird der normale Triple Wood oder ist der normale Triple Wood eingestellt worden. Dann sind natürlich die Preise auch wieder durch die Decke gegangen. Das fand ich sehr heftig. Ja, schade. Dann gab es den Port and Wine Cask Karches 2020. Den habe ich auch schon vorgestellt, mit 52% abgefüllt. Und den fand ich richtig schön fruchtig und süß, Rauch. Und den fand ich richtig schön süffig. Also davon hatte ich mir auch gleich zwei Flaschen gekauft, deswegen habe ich noch eine. Und ja, den fand ich einfach toll, muss ich sagen. Diese Cartridge-Abfüllung gibt es immer so um die, ja, um die 90 Euro. Da gibt es jedes Jahr eine sehr unterschiedliche Ausgabe. Also es gibt immer verschiedene Finishes oder verschiedene Fassreifungen. Und auch mit den Alkoholstärken wird immer sehr variiert.
Also der ist immer deutlich, also schon über 50% angesiedelt, aber variiert doch sehr stark. Ja, dann hatte ich schon gesagt, Triple Wood wurde eingestellt. Das ist noch die alte oder eine sehr alte Abfüllung. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Und mit 48% abgefüllt in, wie gesagt, in dieser dreifachen Fassreifung. Hier steht es auch drauf. First it is aged in ex-bourbon barrels, then in small 19th century style quarter casks and final maturation is in a large European oak casks. Ja, und das ist wie gesagt eine ältere Abfüllung von dem Triple Wood. Richtig toll, dass man sowas nochmal hat. Das könnte man auch nochmal vergleichen mit der letztmaligen aktuellen Abfüllung von Triple Wood. Beide mit 48% Volumen abgefüllt. Warte, ich stelle das ein bisschen mal nach vorne hier. Das war übrigens im Weihnachtspaket mal drin. Da konnte man sich da was bestellen und das ist eine Lafroig Jus, also eine Bratenjus auf Rinderbasis mit Lafroig drin. Was alles gibt. Ja, die beiden Triple Woods stelle ich mal hier hin. Mal aufpassen. So zum Vergleich. Ja, und da, der war sonst immer ja, auch so um die 40 Euro. Und der ging dann relativ schnell hoch. Ne? Also dann hat er 80 gekostet, 90 gekostet. Und das weiß man ja auch, dann wird es immer teurer. Genauso das Schicksal hat dann auch den 18-Jährigen ereilt. Der mal irgendwann vor Unzeiten hat Tommy mir mal erzählt, den hat er mal im Supermarkt gekauft für 60 Euro im Angebot, glaube ich, hat er mal erzählt. Und ja, der war jetzt zuletzt habe ich den gesehen über 200 Euro. Das ist er auch meines Erachtens nicht wert. Also das ist ein toller, ex-Bourbon fass gereifter, schöner Bisky und ist auch der älteste Lafroig, den ich bis jetzt getrunken habe. An den 25-Jährigen habe ich mich aus Kostengründen noch nicht so richtig rangetraut. Und jenseits davon, ja, wird es irre von den Preisen. Aber also wenn man den jetzt nochmal neu auflegen würde für, ja, der wird wahrscheinlich dann locker um die 100 Euro kosten. Da 100 Euro würde ich dafür auch noch bezahlen, 110 auch noch. Aber dann wäre es auch damit gut bezahlt. Toller Whisky, schön mild im Rauch, etwas milder im Rauch, weil der, wie gesagt, auch 18-jährige Reifungszeit hat. Wirklich empfehlenswert, aber nicht mehr zu den Preisen. Ich hatte da den auch in meinem Hype und überteuerte Whisky-Video drin und ja, er wird leider dem Preis, der dafür aufgerufen wird, leider nicht mehr gerecht. Muss man mal so sagen. Den gab es dann auch mal, ja, in der grünen Tube mit dem grünen Etikett. Ach nee, doch, haha, guck. Ich dachte, ein grünes Etikett, nein, auch weißes Etikett. War schon ein bisschen anders. Aber den gab es dann mal in der grünen Tube. War dann natürlich auch für Sammler dann ganz begehrt, dass man da gesagt hat, ja, schön. Dann gibt es da nochmal unterschiedlich. Stelle ich auch mal nebeneinander hin. Dann gab es auch, wie gesagt, diesen 16-Jährigen. Exklusiv für damals Amazon. Fand ich interessant. Mit 48% Volumen abgefüllt. Tolle Sache. In First Fill Ex-Bourbon Barrels. Für 16 Jahre. Sollte also quasi so ein bisschen an den 18-Jährigen rankommen. Ja, der ist auch relativ dicht rangekommen, aber der ist eben noch ein Tick besser. Aber dafür war der dann, wenn man die im Angebot gekriegt hat für 80 Euro, 85 Euro, war der auch wirklich in Ordnung und das war doch ein relativ gutes Surrogat für den 18-Jährigen. Ja, soll jetzt wie gesagt laut Herrn Lüding auslaufen. Schauen wir mal. Was haben wir noch?
Ja, dann haben wir noch den 15-Jährigen, den gab es mal zum 200. Geburtstag. Die Brennerei Lafroig gibt es ja seit 1815, Gründung 1815, und im Jahre 2015 gab es dann diesen 15-Jährigen mit 43% Volumen abgefüllt. Ich habe noch so im Kopf, den hatte ich mir auch mal so geholt. Ja, bei eBay gab es den mal relativ günstig noch. Da schieden sich auch so ein bisschen die Geister, glaube ich. Also einige haben gesagt, ja, der ist ganz in Ordnung. Andere haben wieder gesagt, der ist nicht so doll, wie man erwartet hätte. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Auch eine Geschmacksfrage. Aber den hatte ich jedenfalls noch. Wen ich sonst auch immer noch hatte, war der 1815 Legacy, der so eine richtig schöne Kräuternote hatte, die ich auch toll fand, die ich mir jetzt aber nicht mehr nachgekauft hatte. Und den Lore gibt es ja auch noch. Das ist auch ein Nas-Whisky von Lafroig, kann ich auch nur empfehlen. Den gibt es auch immer noch, ist immer noch verfügbar. Ja, und dann habe ich noch als letztes, als ich am Kram war, noch einen Lafroig von Scotch Universe, von einem unabhängigen Abfüller, das ist der Michel Reik. Und der schreibt hier immer so ganz verklausuliert nach Sternen und nach Sterngebilden. Das ist hier der IO3, IO3. Um welche Destille es sich handelt und wie lange er in welchen Fässern gelagert ist. Unten steht es auch noch mal drauf. Es ist ein Lafroig, 1815 deutet darauf hin. Hier steht es auch: Islay Peated Single Malt Scotch Whisky, lagerte von 2011 bis 2020 in First Fill Oloroso Sherry Hogsheads. Und es hat auch deswegen diese tolle Farbe, rötliches, dunkles Gold. Er lagerte 103 Monate, das sind so 8,5 Jahre. Und davon gab es jetzt die vierte Auflage. Und die war auch relativ schnell vergriffen. Und der durfte, glaube ich, sogar über 10 Jahre in Oloroso Sherry Hogsheads lagern. Und der war dann aber auch preislich eine ganz andere Kiste. Den habe ich damals für auch 80, ich meine um die 80 € bekommen. Und jetzt der neue sollte dann schon 110, 120 €, glaube ich, kosten. Das ist noch, es gibt immer ab und zu richtig schöne unabhängige Abfüller, die Lafroig abfüllen. Und da kann ich auch immer nur sagen, mal schauen, mal zugreifen. Richtig toll. Der wurde abgefüllt mit 57,8% Volumen, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Also nicht gefärbt ist ja bei Lafroig auch immer so eine Sache, ne? Also die großen Auflagen, die großen Batches werden gefärbt. Die kleinen Auflagen und auch, glaube ich, die Cartridge-Geschichten kommen ohne Farbe aus. Ja, das ist so, wie gesagt, meine aktuelle Sammlung von Lafroig-Whiskys. Wollte ich einfach mal kurz vorstellen. Und wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.